Hi, Servus Leute, herzlich willkommen zu Kaleidoscopes neuestes Video. Ich hoffe, ihr habt euer Weihnachtsfest gut verbracht, habt euch reich beschenken lassen und habt mit der Familie ein paar schöne Tage vollbracht oder verbracht, besser gesagt. Okay, ja, heute mache ich mit euch zwei Mythen und zum Schluss des Videos sage ich euch, ob es wahr oder falsch ist. Und ihr könnt unten dann reinschreiben, ob ich sowas öfter mal machen soll, so Mythen raussuchen und dann auflösen. Hatte ich ja schon mal gemacht mit einem Mythos, der Rollerfahrer. Und jetzt möchte ich hiermit eigentlich mal wieder weitermachen, weil das auch sehr viel Spaß macht. Okay, kommen wir zur ersten Legende und zwar The Legend of Zelda Ocarina of Times, das Schatten-Epona. In der The Legend of Zelda-Reihe hat Link ein Pferd, welches sein tapferes Begleittier ist. Im Spiel The Legend of Zelda Ocarina of Times soll dieses Pferd durch einen Glitch auch eine weitere Gestalt annehmen, nämlich zu einem schattenschwarzen Eponia werden. In den meisten Zelda-Spielen sind also Boss- oder Zwischengegner sogenannte Schattenlinks oder wie in Ocarina of Times genannt, der schwarze Link anzutreffen. Diese sehen genauso aus wie der Protagonist, haben jedoch eine komplett schwarze Färbung und beispielsweise rote Augen, wodurch sie sehr gefährlich wirken. Der Glitch setzt voraus, dass man eine Art Untergrundareal findet, in welches sich ungewöhnliche Gegner befinden. Man soll nun sein eigenes Pferd töten, bevor man überhaupt die Gegner angreift. Wenn das Pferd stirbt, erfolgt eine Cutscene, worauf ein totes Eponia aus dem Boden heraufsteigt. Nachdem die Cutscene vorbei ist, befindet sich der Spieler wieder in Hyrule und hat die Möglichkeit nun, dieses tote Eponia, was aus Schatten und schwarzen Epona genannt wird, zu reiten. Dabei soll Link jedoch immer einen leichten Schaden davon tragen, wenn er das eigentliche tote Pferd reitet. Wenn Links Lebensenergie vollkommen aufgebraucht ist, soll erneut eine Cutscene erscheinen. Den schwarzen Link gibt es tatsächlich im Spiel, das ist kein Geheimnis. Aber gibt es auch ein Eponia mit der gleichen Form? Allein an der spärlich erklärten Vorgehensweise, wie man dieses schattenschwarze Eponia erhält, merkt man, dass hier wohl einiges erfunden sein müsste. Genau genommen ist das bloß hier alles an den Haaren herbeigezogen und solches Epona existiert oder existiert es nicht? Die Auflösung erfahrt ihr nach dem zweiten Mythos. Also viel Spaß! Jo, dann kommen wir zum zweiten Mythos und zwar geht's um Mortal Kombat Reptile als geheimer Bossgegner. Mortal Kombat erschien erstmals 1992 in den Spielenhallen und ist bis heute eines der beliebtesten Beat'em-ups überhaupt. Nicht zuletzt verdankt es seinen Erfolg ganz besonders seiner expliziten Gewaltdarstellung und damit verbunden den echt schrägen Fatalities. Im Spiel selbst gibt es einige Charaktere, die man bereits von Anfang an auswählen kann, aber auch einige Bossgegner, die erst nach einer bestimmten Rundenzahl gewonnener Kämpfe auftauchen. Unter diesem Gegner soll mit einer bestimmten Vorgehensweise auch Reptile auftauchen, welches somit als geheimer Boss dient. Als man Anfang der 90er Jahre noch Münzen in den Automaten stecken musste, um Mortal Kombat zu spielen, blieben viele Mythen unentdeckt. Schließlich erfordert es oftmals eine lange Spielzeit und viele Versuche, bis man das entsprechende Ergebnis erzielt hat. Als das Spiel später auch für die Konsole erschien, vor allem SNES, hatte man mehr Zeit und musste nicht für jeden einzelnen Versuch Geld einsetzen. Dies war dann auch die Zeit, wo die meisten Spieler hinter dem Geheimnis von Reptile gekommen sind. Es war nämlich, ob es wahr ist oder nicht, das erzähle ich euch dann, wie gesagt, später. Die Vorgehensweise dafür soll relativ schwierig sein. In der vierten Runde der Etappe The Pit muss man seine Gegner zweimal hintereinander flawless besiegen, also ohne einen Gegenschlag und anschließend einen Fatality ausführen. Wenn dies geschafft ist, steht ihr direkt Reptile gegenüber, welcher, wenn man mittels Fatality besiegt, seinen satten Bonus von 10 Millionen Punkte springen lässt. Es gibt unzählige Geschichten darüber, dass viele Jugendliche zu den damaliger Zeit überhaupt unglaublich viel Geld in den Automaten gesteckt haben, um diesem Mythos nachzugehen. Als die Zeit der Heimkonsole begann, gab es dieses Problem jedoch nicht mehr. Dennoch hatte es sichtlich einige Zeit und Nerven gekostet, um gegen Reptile zu kämpfen.
In der Arcade-Version des Spiels ist die Vorgehensweise sogar ein wenig komplizierter, denn dort war es mit der oben genannten Variante erst möglich, wenn man Schatten von zum Beispiel einer Hexe am Mond vorbeifliegen sah. Solche Schatten tauchten allerdings lediglich bei circa jedem sechsten Spiel auf, wodurch die ganze Sache einiges mehr an Zeitaufwand und vor allem zur damaligen Zeit an Kleingeld kostete. So, ist dieser Mythos wahr oder ist dieser Mythos falsch? Kommen wir zur Auflösung. So, kommen wir als erstes zu The Legend of Zelda Ocarina of Times, das Schatten-Epona. Ist es wahr oder ist es falsch? So, dieser Mythos ist definitiv an den Haaren herbeigezogen. Ist also falsch. Kommen wir jetzt zum Mortal Kombat Reptile als geheimer Bossgegner. War es möglich, mit einer verdammten Kombination aus Kämpfen und Flawless-Siegen und Fatality-Moves Reptile im ersten Mortal Kombat als Gegner zu bekommen? Yo! Dieser Mythos ist wahr oder richtig. Man konnte Reptile als geheimen Bossgegner im ersten Mortal Kombat gegen ihn zocken. Jedoch war es sehr, sehr aufwendig. Okay, ja, das waren die zwei Mythen. Wollt ihr sowas öfter mal haben? Soll ich mal so eine kleine Rateshow damit reinbringen? Ne, so zwei, drei Mythen sich mir raussuchen. Braucht ja auch nicht nur Spiele sein, es können auch andere sein. Könnt ihr unten mal reinschreiben und ob ich das vielleicht noch mal anders aufziehen sollte. Ne? Könnt ihr unten, wie gesagt, konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen. So, dann kommt ihr jetzt hier links und rechts zu den letzten zwei Videos. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann schaut doch da mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ich battle zwar nicht, aber ja, ne, liken, verbreiten oder wie heißt das immer so schön, wäre auch mal nicht schlecht. Okidoki. Ja, dann habt noch einen schönen Rest Samstag. Bis Danimanski. Ciao, ciao.